Top 11 ohne Abgänge, Fortuna Düsseldorf Edition. Wichtig, wir nehmen nur Spieler, die noch aktiv spielen, das heißt Spieler wie Lamperts fallen hier raus. Wir lassen die Fortuna im 4-4-2 spielen, im Tor steht Lars Unnerstall, der aktuell für Twente Enschede aufläuft. Die Vierer Innenverteidigung dann links Gieselmann, in der Mitte André Hoffmann, der aktuell noch dort spielt, Ayhan und rechter Verteidiger nehmen wir Christian Ramirez, auch wenn der eigentlich links spielt. Ich wollte den aufnehmen, weil der so gut spielt. Dann kommen wir zum Vierer Mittelfeld, links Dodi Lukebakio, der eigentlich Stürmer ist, aber auch sehr oft über links kommt. Im Mittelfeld dann Stöger und Piotrowski. Piotrowski ja erst diese Saison weggewechselt, absolut stabiler Sechser. Und rechts das Mittelfeld Ilas Bebu. Und die Doppelspitze besteht dann aus Benito Raman und Marvin Dukes von Werder Bremen. Was denkt ihr, schafft diese Mannschaft easy den Aufstieg oder bleiben die in der zweiten Liga?